Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kaputter Kontrolleur anzunehmen bei entkommene Gelfine in Nasatar. An dieser Position ist eine tägliche Quest, die der Leibwache Erfahrung gibt. Nehmen Sie gleich mal an. Begebe mich nun ins Questgebiet und mal schauen, was man hier machen darf. Wir sind diese gefangene Gelfine ansprechen und die Sprechblase anklicken. 1 von 8. Kann ich etwas für euch tun? Noch einer. Mal schauen, was es noch welche gibt. Gefangener Tiefenpanzer. Den darf man auch anquatschen und Hände wegklicken. Sklaven befreit, 3 von 8. Ihr seid ein erfreulicher Angriff. 4 von 8. Willkommen, Landbewohner. 5 von 8. Wie man sieht, das Questgebiet ist ziemlich klein gehalten. Also sollten die ganzen Sklaven in diesem Gebiet zu finden sein. Stellt euch dem Abgrund. Ja, Gegner sind auch da. Ein bisschen töten. Oh, der hat aber nicht viel ausgehalten. Was war das? Ah, bloß 100k Leben. Ja. Das ist so gut wie nichts. 6 von 8. Hallo. Und ich glaube, sobald man die 8 Sklaven befreit hat, darf man noch einen Mob töten. Wir haben eine Wiesen befreit. Und hier ist der gnadenlose Kontrolleur erschienen, nachdem wir den 8. Sklaven befreit haben. Weiß jetzt nicht, ob es an dieser Position sein muss oder ob es immer an der Position ist, wo man den 8. Sklaven befreit. Und sobald der tot ist, heißt das, informiert Nevin Tidenherz in Neuheim über euren Erfolg. Jetzt bin ich im Kampf. Warum bin ich jetzt im Kampf? Etwa wegen den 2 Mobs? Wieso kommen die 2 Mobs jetzt zu mir? Naja. Anscheinend bin ich so begehrenswert. Da kommen Mobs vom anderen Ende der Welt zu mir angelaufen. Gut, gut. Ja, dann zurück nach Neuheim. Ich nutze meine Pfeife des Flugmeisters. Vermutlich komme ich da hinaus, Eckers Unterschlupf. Aber dann fliege ich halt nach Neuheim. Solltet ihr noch nicht die Pfeife des Flugmeisters in Nasatar freigeschaltet haben, gebt auf YouTube ein Nasatar Pfeife des Flugmeisters freischalten. Dann findet ihr ein Video von mir. Ist mit einem Allianz-Charakter aufgenommen, aber ist dieselbe Questreihe, selbe NPCs, also absolut fraktionsunabhängig. Die Questreihe. Um die Questreihe zu starten, gibt es sogar die gleichen Voraussetzungen, nämlich die Quest mit den Weltquests freischalten. So. Ich weiß nicht, ob dieser Nevin hier patrouilliert oder so. Auf jeden Fall bei mir steht er hier. Braucht ihr etwas? Abzugeben ist die Quest bei Nevin Tidenherz. Wir lassen in Nasatar an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Erfreulicher Anblick. Eizocke, Ende.